so, jetzt sind wir hier bei der alternativen Gesundheitsmesse hier im Rathaus Steglitz. Und hier sind wir an dem Stand von doTERRA. doTERRA mit Naturheilölen. Und da wollen wir mal schauen, wen wir denn da jetzt hier vor Ort. Was ist eigentlich das hier? Das Gleiche? Das ist die neue Auflage davon, genau. Hallo. Hallo. Sie sind heute hier auf der Messe. Ja, genau. Dann würden Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Sofian Ole Salam. Ich bin doTERRA-Berater, Produktberater, unabhängiger Produktberater, IPC nennt sich das auf Englisch, oder Wellness-Advokat. Das heißt, ich und auch meine Kollegen, wir vertreiben diese Öle, beraten zu den Ölen. Und beraten auch Menschen, die mit diesen Ölen arbeiten möchten, Therapeuten, Ärzte, wie auch immer, Sauna- oder Wellnessbetriebe oder Anlagen. Oder Menschen, die eben auch selbst zum IPC, also zum unabhängigen Produktberater, werden möchten und mit diesen Ölen auch Vertriebstätigkeiten und Umsätze realisieren wollen. Wie sehen Sie und empfinden Sie heute die Messe? Die Messe ist ganz toll. Ich bin echt wirklich total überrascht, wie viel hier los ist in Zehlendorf an einem verregneten Samstag im November. Ganz, ganz spannende Stände. Also wirklich fast alles, was hier ist, ist wirklich interessant. Sehr, sehr viel davon jedenfalls. Unser Stand kommt super an. Also rundum zufrieden. Was unterscheiden die Aromaöle und Produkten zu anderen von doTERRA? Die Aromaöle von doTERRA sind ganz besonders rein. doTERRA ist eine Firma, die sich aus einem anderen Projekt entwickelt hat und die ganz besonders hohen Wert auf Reinheit legen, also auf absolute Reinheit. Die kommen aus den USA, dort ist die Zentrale von doTERRA. Die Öle werden aber überall dort, die Rohstoffe werden überall dort geholt, wo die entsprechenden Pflanzen oder ja, überwiegend Pflanzen eben am besten gedeihen, Lavendel zum Beispiel aus Frankreich, das Weihrauch aus Oman. Das heißt, man achtet sehr darauf, von wo die Rohstoffe kommen und wie sie extrahiert werden. Das heißt, es wird nicht mit Benzin, mit Mineralölen und so weiter extrahiert, sondern auf möglichst natürliche, schonende Weise. Und dadurch sind diese Öle eben besonders rein und besonders stark und kräftig und intensiv. Welche Favoriten an Ölen haben Sie? Also ein Favorit ist Weihrauch. Weihrauch ist sehr anti-entzündlich. Damit habe ich persönlich schon mal dreimal eine Cortison-Intervention verhindern können. Ansonsten eins meiner Lieblingsöle ist Wilde Orange. Wilde Orange ist einfach ein Wohlfühlduft schlechthin. Davon einmal kurz gerochen. Wir haben hier eine Interessentin am Stand, die wollen wir jetzt nicht mit ins Bild nehmen. Aber ich halte ihr mal einmal ganz kurz Orange unter die Nase. Und das ist einfach wirklich, also bei mir ist es so, ich rieche da dran und es geht mir gleich 30% besser. Egal ob auf Reisen oder schlecht gelaunt zu Hause, bei der Arbeit oder völlig egal. Und da gibt es hier auch ein kleines Kärtchen zu. Und nicht umsonst heißt es Happy Oil oder Sonnenschein aus der Flasche. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was wäre das für den heutigen Tag? Für den heutigen Tag einfach noch, dass die Menschen, die noch da sind und jetzt irgendwie hier rausgehen, wie zum Beispiel diese nette Dame dort, na, die hat mich richtig gesehen, hier einmal kurz noch stoppen würden und einfach sich das nicht entgehen lassen, was Öle hier bewirken können, also ätherische Öle insgesamt. Und eben ganz besonders, doTERRA ist einer von verschiedenen Herstellern und Anbietern, aber wie ich finde, wirklich ein sehr seriöser, mit sehr humanistischen Werten und absolut fantastischen Produkten. Das Ganze ist ein Multilevel-System, ähnlich wie früher Tupperware oder eben auch heute andere Öle zum Beispiel auch. Da war ich anfangs ein bisschen skeptisch vor 3 Jahren, als ich das kennengelernt hatte. Bin aber inzwischen absolut überzeugt und sehe keine unseriösen Geschäftspraktiken oder so. Im Gegenteil, das Schöne ist, dass Menschen, die überzeugt sind von diesen Ölen, diese Öle eben auch weitergeben und da eben auch von ihren Erfahrungen weitergeben können, sodass man nicht nur ein Produkt kauft, sondern naja, im Prinzip ist es fast eine doTERRA, oder es ist nicht nur fast, es ist eine doTERRA-Community, die sich bildet und gebildet hat und die immer größer wird und wahrscheinlich auch wirklich große Dimensionen annimmt. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Bei Interesse können Sie übrigens uns besuchen online unter www.doterra-berlin.de oder unter www.vital-in-berlin.com. Prima. Dort finden Sie unsere Informationen und auch unseren Online-Shop. Herzlichen Dank. Danke auch.